Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Fahrradwerkstatt Lotter. Heute geht es um Reifen. Ja, ich habe heute mal wieder einen kleinen Erfahrungsbericht für euch. Und zwar folgende Situation. Wartet, ich heb's mal schnell hoch. An meinem Enduro-Bike fahre ich seit ungefähr 1,5 Jahren einen Michelin-Reifen. Und ich war am Anfang sehr skeptisch, weil trotzdem Michelin jetzt, sage ich mal, gerade im Enduro-Bereich gar nicht so gut vertreten ist. Ja. Die meisten setzen auf Schwalbe, Maxxis oder Continental. Und deshalb habe ich mir gedacht, komm, probier mal was Neues aus, was einfach nicht so bekannt ist. Und habe mir von Michelin 2 Reifen gekauft. Die sind auch echt günstiger als die Konkurrenz, muss man an der Stelle sagen. Also sind wirklich sehr günstige Reifen. Ich habe mir 2 Tubeless-Reifen bestellt. Ich würde sagen, ich stelle die Reifen jetzt mal kurz vor. Am Hinterrad habe ich gekauft einen Wild AM, sehr, sage ich mal, feines Profil vom Reifen her, also schon deutlich irgendwie feiner als ein Highwaller zum Beispiel. Ansonsten, das Ganze ist ein Faltreifen, tubeless ready, ich fahre das Ganze auch tubeless. Ja. Am Vorderrad einen Michelin Wild Grip Air mit Gumm-X-Gummimischung. Und da ist das Stollenprofil schon etwas rauer, ist aber irgendwie von der Anordnung, sieht es schon stark nach guten Rolleigenschaften aus, sage ich mal, wenn man sich so das Profil anschaut. Kommen wir dann beim Erfahrungsbericht noch genauer zu. Ansonsten kann man zu den Reifen nicht viel sagen, es sind eben 2 Faltreifen tubeless ready. In meinem Fall natürlich jetzt 26 Zoll, gibt es aber logischerweise auch in anderen Reifengrößen. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum Erfahrungsbericht. Was mache ich mit dem Bike alles? Prinzipiell alles. Ich bin damit schon im Bikepark gewesen. Ich fahre damit Touren und ich fahre damit auch mal zur Arbeit oder normale Schotterwege und asphaltierte Wege. Also diese Reifen haben eigentlich alle Szenarien gesehen, die man so einem Reifen abverlangen kann. Und deshalb denke ich, kann ich auch ganz gut abschätzen, wie gut der Reifen letztlich ist. Fangen wir mit dem Hinterrad an. Was mir beim Hinterrad persönlich immer sehr wichtig ist, ist, dass ich, wenn ich bergauf fahre, sehr viel Grip habe. Ist mir einfach sehr wichtig. Ich möchte nicht wegrutschen, weil in dem Moment, wo ich im Hinterrad wegrutsche, verliere ich meistens die Kontrolle. Und gerade wenn es richtig steil bergauf geht, man ist eh schon nicht so schnell, wenn dann das Hinterrad wegrutscht, ist das sehr ärgerlich. Ist mir tatsächlich sehr selten passiert. Also der Reifen hat wirklich einen extremen Grip bergauf. Also wenn ich einen Kornberg hochgefahren bin oder auch die Küsseine hochgefahren bin, hatte ich wirklich gut Grip am Hinterrad. Da hatte ich eigentlich selten Probleme, dass ich durchrutsche. Also das ist echt gut. Klar, das ist auch dem feinen Stollenprofil geschuldet, dadurch habt ihr natürlich auch schönen Grip. Aber, und das ist natürlich immer so die Sache, die Rolleigenschaften sollen ja auch gut sein. Und hier an der Stelle muss ich sagen, bin ich sehr beeindruckt, dass Michelin ein super Verhältnis geschaffen hat zwischen gute Rolleigenschaften und trotzdem guten Grip, wenn ich jetzt irgendwo bergauf fahre, weil das ist gar nicht so einfach. Wie entsteht guter Grip? Entweder habe ich ein extrem raues Stollenprofil, riesige Stollen und eine extrem weiche Gummimischung, damit ich den Grip nicht verliere. Dann habe ich auch meistens schlechte Rolleigenschaften. Und das will ich natürlich an so einem Enduro- bzw. Tourenbike auch nicht. Und da muss ich sagen, ist hier wirklich ein super geiles Verhältnis. Also da finde ich, müsst ihr in keinem von den beiden Bereichen riesige Abstriche machen. Das ist sehr schön ausgeglichen. Was das Thema, sage ich mal, platte Reifen angeht, hatte ich jetzt tatsächlich kein Problem, außer eins, aber das sehe ich nicht als wirkliches Problem. Da war ich in der Bikewelt Schöneck und bin die Kurven mit etwas wenig Luftdruck gefahren und hier und da wäre mir der Reifen fast von der Felge gerutscht und dann habe ich ein bisschen Luft verloren und ich habe es dann leider nicht mehr dicht bekommen. Aber das war auch am Ende von der Saison dieses Jahr. Da war es sehr kalt, es hatte 2-3 Grad und es ist mit Dichtmilch dann auch immer so eine Sache, wenn es so kalt wird, ob die dann noch wirklich vernünftig abdichtet. Deshalb an der Stelle würde ich dem Reifen keine Schuld geben, weil wenn ich damit Schlauch gefahren wäre, wäre das überhaupt kein Problem. An der Stelle auch ganz kurz, im Winter fahre ich persönlich eigentlich am Hinterrad immer Schlauch. Am Vorderrad baue ich es nicht um, die Arbeit mache ich mir nicht. Aber das mit der Tubeless-Dichtmilch ist im Winter, wenn es kalt ist, immer so eine Sache, die verklumpt schnell, dann verteilt die sich nicht richtig in Reifen, weil sie eher cremig ist durch die kalten Temperaturen. Also ich bin im Winter eher der, sage ich mal, Fahrradschlauch-Fan. Aber ansonsten so irgendwie vom Platten, dass man sagt, der ist extrem weich und kriegt schnell Durchstiche, kann ich an der Stelle eigentlich nichts feststellen. Beste Beispiel ist der Nobby Nick von dem E-Bike, was ich mal ausgeliehen hatte. Das war eine Katastrophe.
bei 30 Grad in der Sonne ist der auf einem Schotterweg platt geworden, weil er einen kleinen Stein reingebohrt hat. Also das ist, das muss natürlich nicht sein. Und deshalb an der Stelle ein großes Lob an den Hinterreifen. Machen wir weiter mit dem Vorderrad. Vorderrad ist natürlich schon sehr wichtig, der Grip, weil ihr wollt natürlich, wenn ihr jetzt einen Trail runterfahrt oder in die Kurve fahrt oder mal auf einem Schotterweg in die Kurve fahrt, nicht mit dem Vorderrad wegrutschen, weil wenn ihr mit dem Vorderrad wegrutscht, dann ist es natürlich vorbei. Und an der Stelle muss ich sagen, bin ich extrem überrascht, wie viel Grip dieser Vorderreifen hat. Das ist jetzt trotzdem kein, sage ich mal, extrem heftiges Profil. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise mal meinen Minion anschaue, wenn ihr euch das Profil mal anseht, ist das, sage ich mal, deutlich aggressiver als das von dem Michelin-Reifen. Und ich bin eigentlich auch mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass gripmäßig es mau werden könnte oder eben halt nicht so gut wie vorher mit einem Minion oder einem High Roller. Also vorher bin ich sehr viel Minion und High Roller gefahren. Und ich muss echt sagen, ich finde den Grip eher am Vorderrad von Michelin besser am Enduro als den High Roller oder den Minion. Muss ich an der Stelle einfach sagen. Das klingt jetzt krass, weil das sind große Konkurrenten. Aber ich finde, dass von den Rolleigenschaften her der Michelin viel besser ist. Und ihr trotzdem extrem viel Grip habt. Also ein gutes Beispiel ist, jetzt war es letztens wieder ein wenig am Hometrail mit dem Thilo am Zuckerhut. Da hat es schon leicht geschneit gehabt und ich hatte Grip ohne Ende. Der Thilo ist hinten rumgeeiert, hat er gemeint. Und ich bin da durchgerauscht ohne Probleme. Ich war selber total überrascht, wie viel Grip das Vorderrad gerade hat. Und es ging mir oft so dieses Jahr, dass ich total überrascht war, wie viel Grip dieses Vorderrad hat. Also wirklich geil. Also an der Stelle auch einen großen Daumen nach oben. Ich kann an der Stelle echt nichts Negatives zu den Reifen sagen. Sie sind günstig, sie sind super verarbeitet. Ich habe kein Problem mit irgendwelchen Platten gehabt. Sie haben super Grip, sie haben super Rolleigenschaften. Du fühlst dich nicht ausgebremst durch den Reifen. Also ich kann da einfach nur ein großes Lob abgeben. Und für alle die, die mal was Neues ausprobieren wollen, checkt mal diese Reifen aus. In diesem Sinne, viel Spaß mit anderen Videos. Servus. I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time, will you slow it down with me? I think I need to find what it means to be okay. It's broken by design, can't be-